mehr geschossen. Hast du gesehen? Aber ich muss mal die Tastatur jetzt benutzen, weil sonst wird das nichts. Ich fahr mal hier rum. Ja, ich werde hier wieder einer weg. Oh, ich werde von zwei beschossen. Hinter uns ist ja auch noch einer. Ja, oh, der, da musst du weg. Power Station, da musst du weg. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hallo, Feljack? Hallo? Gas, Digga, du Gas, ja, kleiner Käfer, komm hierher. Komm, ich krieg dich sowieso, du kleines Missvieh. Hör auf, die Käfer zu fangen. Ach, wir sind hier. Hier gibt's keine Pilze, da muss ich doch mal Käfer essen hier. Pass mal auf, das geht ganz einfach, ne? Du nimmst deine Laserknarre, gehst ran und bing! Hast gesehen? Käfer tot. Ja, dann kannst du auch nicht mehr essen, weil nichts mehr übrig ist, nur noch Staub. Genau, und damit erstmal einen. Den Schniefen. Ich schnief ihn auch, ja. Und damit erstmal ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Gameplay mit mir, dem Max und dem Failjack, nämlich zu Empyrean. Hallo, Failjack. Hallo, Zuschauer. Hallo, hallo. So, genau. Ja, Leute, lang ist's wieder her. Neue Folgen. Ich habe natürlich jetzt wieder Hunger. Jetzt will ich gerade loslegen und habe schon wieder Hunger. Und der Magen knurrt hier. So, also, lang ist's her. Hab dich gesehen, wo bist du? Ja, lang ist's her, wir haben wieder mal gegrindet, viel gegrindet. Wir haben Hardcore-Grinding betrieben, genau zu sagen, eine Woche lang durchweg gegrindet und ja, sind jetzt soweit und haben uns erstmal noch was Neues gebaut. Und da sind wir auch schon beim Thema, nämlich kleine Änderungen in der Roadmap. Wir machen was anderes und zwar hatte uns da ein Zuschauer draufgebracht. Nämlich der Starduster 03. Fangen wir mal an. Ich möchte mal das heute auch so ein bisschen mit User-Kommentaren bestücken und natürlich halt eben auch noch sagen, wie geht's weiter mit Empyrean und mit Failjack und Max. Ja. Okay, also. So, jetzt, liebe Zuhörer, jetzt gibt's Ärger. Ich muss weg. Tschüss. Nein. Also, als allererstes. Spaß noch, ne? Als allererstes hat der Starduster hatte mal in unserem Video geschrieben. Ich glaube, das war in Folge 29. Ich glaube, Folge jetzt in der letzten Folge war das. Hat er geschrieben, wir sollen uns doch mal seinen Small Vessel Lobster und Bellum anschauen. Und da wir ja so nicht weiterkommen mit unseren Small Vessels, sollen wir dann, hat er uns als Tipp gegeben, ein Tier-CV, also ein Capital Vessel zu bauen. Ja, Starduster 03. Genau das haben wir auch vor, aber wir haben so die Roadmap ein bisschen geändert. Wir haben uns auch dein Lobster und dein Bellum angeschaut. Sehr, also sehr, sehr gute Schiffe, denke ich mal. Also wir haben sie nicht selber ausgetestet. Aber sind, denke ich mal, sehr, sehr robuste Schiffe, aber waren nicht unsere Wahl. Also wir haben uns für was anderes entschieden. Also nicht traurig sein, sondern einfach nur, es ist nicht. War nicht unsere Wahl. Es war nicht unsere Wahl halt. Ne? Also, es steht außer Frage, dass sie nicht gut sind oder gut sind halt. Ne? Ich denke mal, die sind schon gut. Aber du hast uns trotzdem auf die Idee gebracht, dass wir das nochmal probieren mit den Cirax, nämlich auf eine andere Art. Jetzt fällt mir gerade ein, der Failjack muss ja noch sein Gefährt holen. Na gut, dann fahren wir halt ja, jetzt. Du fährst und ich sitze hinten. Okay, gut. Alles klar. Muss eh noch ein paar Käfer waschen vorher. Starduster, nochmal hier, danke für deinen Kommentar. Wie gesagt, ist nicht unsere Wahl gewesen. Dann war der M.SCH. nannte sich, der hat geschrieben, bauen klingt gut. Das ging darum, um die Entscheidung, ob wir ein CV bauen sollen oder ob wir ein Prefab bauen sollen. Ja, und da kommen wir nämlich auch gleich von dem M.SCH. auch noch zu den Kim Alexander. Erstmal herzlichen Dank an beide, auch nochmal hier für euren Kommentar. Es geht darum, Schiff kaufen oder Schiff bauen, hat er gesagt. Der Kim Alexander ist euch überlassen, ihr müsst die Entscheidung treffen. Und ich finde deine Einstellung, Kim Alexander, finde ich richtig gut. Also muss ich sagen, Hut ab, finde ich echt, also der Kommentar, den fand ich wirklich gut. Ja, wir entscheiden selbst, was wir tun und was wir machen. Und wie der Kim Alexander auch geschrieben hat, eben, es ist uns überlassen, was wir im Endeffekt machen, wie wir spielen und wie wir was machen. Das fand ich einfach nur klasse. Klasse Kommentar, Kim Alexander, danke nochmal. Wir werden auf jeden Fall unsere Roadmap so ausrichten, dass wir euch möglichst gutes Gameplay oder Let's Play oder gute Unterhaltung auch liefern können halt. Ne? Zu M.SCH. Möchte ich noch sagen, bauen
Bauen klingt gut, wir machen das auch so, aber, und da kommen wir nämlich auch schon zu dem Matt Mickey, nämlich der hat geschrieben, CV live, ne, Bausession, ganzes Wochenende, würde er gerne haben, ja, lieber Matt Mickey, wir werden auf jeden Fall euch und dir, besonders auch den anderen halt, die gesagt haben, bauen selber, wir werden euch den Wunsch erfüllen, aber wir haben uns entschieden, dass wir es nicht in einem YouTube-Gameplay machen werden, aber jetzt kommt das Große, schon wieder aber. Vielleicht lasse ich mal den Feljack reden. Wie machen wir es denn, Feljack? Ja, wir dachten, dass wir das halt nicht, wie er schon gesagt hatte, nicht im Video machen. Weil das wird sich ja ewig lang hinziehen, sondern wir machen einfach einen Livestream. Da wird dann fleißig ein Großraumschiff gebaut. Ja, dachten wir uns. Genau, also wir haben vor... Wir werden das dann auch noch rechtzeitig ankündigen, also... Mal genau. Im Discord vorbeischauen, kann auch sein, dass das ein bisschen kurzfristiger wird. Genau. So sieht's aus. Wir werden nämlich das nicht, die Bauerei in YouTube machen, weil das würde einfach den Rahmen sprengen, schon zeitlich den Rahmen sprengen, weil wir können euch nicht über 20, 30 Folgen das Großraumschiffbau zeigen, das dauert halt ein bisschen länger. Und im Livestream ist es halt so, wenn der Livestream angeht, dann fängt man an zu bauen, wenn er ausgeht, dann kann man aufhören und baut dann halt das nächste Mal weiter. Also und außerdem könnt ihr uns auch dabei helfen. Ihr könnt dann Tipps geben oder genau. Ja, wir kommunizieren dann einfach ein bisschen. Genau, ihr könnt dann mit uns quatschen direkt im Livestream und könnt uns da halt auch Tipps geben. Also wirklich konstruktive und nett gemeinte und Tipps, dazu da sind, eben halt das Schiff halt schneller zu bauen, effektiver zu machen und so weiter. Würden wir uns jedenfalls darüber sehr freuen. Also stay tuned. Und bleibt dabei. Wir freuen uns immer, wenn ihr zuschaut schaut regelmäßig im Discord vorbei, weil wir werden es relativ kurzfristig ankündigen, wenn wir diesen Livestream starten. Ja, wir können euch nicht. Da kann ich ja mein Käferkostüm anziehen im Livestream, oder? Ja, genau. wir können ja auch nicht sagen, genau wann, weil wir sind gerade noch in den Aufnahmen für das Let's Play. Aber es wird, denke ich mal, in nächster Zeit wird dann ein Livestream halt angekündigt. Mit natürlich mit vielleicht einem kleinen Ankündigungsvideo. Ja. Und damit kommen wir auch schon zu dem dritten, nämlich dem Jack Migas. Kisten hin und her rennen, hat er geschrieben. Warum rennst du immer hin und her machst das nicht über den WLAN? Ganz einfach. Wir kennen diese Option. Wir wissen, dass man das über WLAN machen kann. Es ist aber nicht, lieber Jack Migas, es ist nicht meine Spielweise, sondern ich komme mit diesem Menü einfach nicht klar. Ne? Ich muss dann auf diesen Tier Dingsbums drücken, dann muss ich da wieder drücken und dann die ganzen Kisten auswählen im Dropdown-Menü. Da sammle ich das lieber gleich ein in mein Inventar, renn runter zur Kiste, schmeiß das da rein, renn wieder hoch und mach das. Da laufe ich lieber, so wie man das im normalen Leben auch macht. Da kannst du auch keine Sachen vom WLAN zum WLAN packen. Also es ist, wie gesagt, meine Spielweise und ich mag die halt. So einfach ist es. Also wir kennen es auch nicht anders. Wir spielen ja auch manchmal, wir spielen ja auch Spiele wie Hard Life oder wie 7 Days to Die oder was ich. Und da gibt es halt auch kein WLAN. Da musst du auch zu der Kiste rennen. Genau. Und wenn man immer solche Spiele spielt, dann ist das halt Gewohnheitssache. Wenn Leute jetzt nur Empyrean spielen, dann kann ich natürlich so einen Kommentar auch verstehen und nachvollziehen, aber... Ne? Also, ja, wir spielen eher so eigentlich, ja. Genau, das ist jeder seine Art und Weise, ne? Richtig, es ist unsere Art und Weise, wie wir das spielen halt eben. Es ist vielleicht nicht perfekt, das ist eher so casual, aber wir versuchen euch trotzdem echt gute Unterhaltung zu bieten und ich hoffe, dass es dir auch gefällt, lieber Jack Migas. Aber eben halt, das WLAN nutze ich halt nicht in dem Ganzen. Wir kennen diese Option, aber nutzen wir einfach nicht. Oder ich nutze sie jedenfalls nicht, weil ich da einfach, ich komme damit nicht klar. Das ist einfach auch nicht meine Spielweise. Jo, das noch dazu. Ja, und jetzt kommen wir dazu eigentlich, was wir ja machen wollen heute. Wir stehen nämlich hier mitten in der Wüste, nämlich vor dem Zirax-Gebiet. Ich weiß nicht, ob wir sind schon, glaube ich, drin. Und das hatte ich am Anfang erwähnt. Der Stardusser hatte nämlich das erwähnt. Er hat uns nämlich auf die Idee gebracht, mit einem Tier-CV da nochmal anzugreifen, Multilafette und so weiter und so fort. Und wir haben jetzt eine Woche gefarmt. Es geht ja auch schon um die Matz-Farm für das CV. Und da haben wir jetzt auch, ist was abgefallen, nämlich unser Hoover. Wir haben jetzt einen Hoover-Panzer mit verschiedenen Lafetten drauf. Raketenlafetten, Artillerie-Lafetten und so weiter und so fort. Und mit diesem Hoover werden wir jetzt versuchen, die Zirax diese Folge und vielleicht sogar nächste Folge auszuräuchern. Ja, das ist quasi der Plan, ja, was wir diese und nächste Folge machen.
Neu geplant ist es auf jeden Fall auch noch. Also ein zweites, dass wir auch zu zweit rumgehen können. Wir hatten schon eins gemacht, aber das war, naja, Käse. Also wir haben noch eins in der Basis zu stehen, aber da hat der Feljack einfach mal einen Seiteneingang reingeschossen, weil er nämlich aus dem Sitz nicht mehr rauskam. Und da haben wir gemerkt, dass das Ding überhaupt nicht gepanzert war. Das sind alles Prefabs und diese Prefabs, den wir jetzt haben, den stellen wir euch jetzt mal vor. Das ist hier quasi ein... Welcher ist das eigentlich? Welcher Hoover Prefab ist das? Das ist quasi ein ziemlich stark bewaffnetes... Ein Tier 6A ist das. Ein Tier 6A Prefab. Also das ist das Prefab Tier 6A. Könnte man jetzt sagen, wie so... Der hat an der Seite hat der Raketengeschütztürme. Sieht man hier auf, sehr schön. Auf der mittleren Ebene hat er Plasmageschütztürme und ganz oben ist ein Artillerie-Geschütztürme und vorne hat er dann... Gatlings. 1, 2, 3, 4, 5. Sechs Gatlings. Also ich brauche teilweise gar nicht mit den Gatlings schießen, weil das Ding von alleine feuert aus allen Rohren und es schießt in alle Richtungen. Und, ja, und ich habe eben schon gefragt, wo wir hingefahren sind, ob er minern wollte oder so, weil da waren überall Löcher am Boden. Für so einen Trupp von den Syrax, da hat er gleich mal das ganze Gebiet ausgehoben hier. Ja, da fahren wir auch gleich nochmal lang, da sind dann überall Löcher drin halt. Ne? Also das ist schon, ganz cool. Ob wir damit jetzt die Syrax natürlich komplett ausräuchern können, das wissen wir nicht. Aber wir probieren das einfach mal. Das war einfach nur so eine Idee, die eigentlich ursprünglich von Stardust da kam. Nur hatte er sie halt eben über das CV, über das Capital Vessel, hat er uns dann den Tipp gegeben. Aber ich dachte, wir können das ja nochmal ausprobieren mit einem CV, mit einem Hoover und natürlich, nicht mit einem CV, sondern mit einem Hoover und mit einem vielleicht Luftunterstützung. Also dass wir ein Bodenfahrzeug und ein Luftfahrzeug haben, weil das Ding hier trägt ja schon wirklich mehr. Ja, da gucken wir mal gleich. Ich werde das Ding mal jetzt aufpumpen auf 3 Meter Höhe. Man darf halt nicht zu schnell fahren, diese ganzen Geschichte. Weil das ist halt eben, wenn man zu schnell fährt, dann verfehlen auch öfters mal diese ganzen Geschichten, aber... Da sind die Löcher links. Hier, da sind übrigens die Löcher, das hat sozusagen unser Hoover hinterlassen von einem Syrax-Trupp. Also da seht ihr schon einfach, was das für eine Firepower das Ding hat. Und es geht eigentlich... Da sind noch mehr Löcher links. Ganzer Grat. Ja, und wenn die losfeuern, das werdet ihr gleich sehen. Ich werde auch mal versuchen, halt eben, so wie der Stardust, da seht ihr schon, es feuert das Geschütz. Ne, da ist schon wieder eine Patrouille. Ne, das schießt jetzt alles quasi. Jetzt kann man hier noch mitschießen und alles fällt um quasi. Ne? So. Ja, da ist jetzt eine Defense, ich weiß, die ist aktiv, glaube ich, oder? Ja, das werden wir ja gleich mal testen. So, guck mal, der schießt erstmal alles hier rein, ne? Kaputt. Was kaputt geht, geht kaputt halt. So, gucken wir mal uns die Defense an. Okay, hier ist noch irgendwie was. Ich versuche das mal. Da ist eine Patrouille. Aber ich muss halt eben so... Das da Problem, rechts von uns auch eine Patrouille. Was ich halt eben ein bisschen... Ja, da steht noch mehr hier, ne? Also, man müsste jetzt quasi hier runterzielen, die ganze... Okay, also der ist jetzt auch hinüber. Wie ihr seht, das feuert aus allen Rohren, das Dingens. Vor dir. Naja. Bei uns, hinter uns auch, Roboter. Ja, ich fahr zurück schon. Ich fahr schon zurück. Na? Leider kann man sie nicht überfahren, ne? Das ist halt eben das Problem. Ich glaube, die spawnen nach, kann das sein? Ja, das waren 2 Truppen auf einmal hier. Oh, kaputt. Also wieder riesige Löcher. Links hier. Von uns, direkt links. Der Roboter. Ganz Patrouillen killen. Ja, glaube ich auch, du. Müsste mal ein bisschen sliden. Ich glaube, die... Muss mal nachladen. Jetzt hat er nachgeladen. Na, die Sache ist die, man könnte jetzt... Mit den Gatlings schießen, das schieße ich ja auch immer, aber das Fahnenkreuz ist einfach zu hoch. Aber die waren doch gerade tot, die sind doch gerade gespawnt, kann das sein? Keine Ahnung, die sind da hingerannt. Ja, das sind, du, die sind doch gerade... Weil das 2 Trupps auf einmal waren. Nee, ich glaube, die sind gespawnt, die spawnen hier. Also so kommt mir das vor, weil eben gerade war da nichts und jetzt auf einmal sind die wieder da. Ja, dann lass mal Richtung Geschützturm. Siehst du, da sind schon wieder welche, ne? Guck mal, siehst du? Da hinten feuert da jetzt auch hin.
Ja, dann flieg mal langsam zur Defense, sonst galt man sich hier ewig auf. Ich denke, wir müssen die platt machen. Genau. Du gibst mir dann Rückendeckung. So, die also Defense ist welche. Ja, die haben wir doch schon platt gemacht, die Defense. Aber wir müssen die mal einnehmen, glaube ich. Ja, genau. Oh. Haben wir ein bisschen kaputt geschossen alles. Wow, wow, wow. Da okay, schießt noch mehr. Schläge vom Ich weiß das. Ich versuch's schon. Ja, die Pens sind platt hier. Mach den mal platt in den Port da hinten. Den Port? Welchen Port? Den Port, wo das Feuer mal wegkommt. Ja. Einfach mal hinfliegen da. Ja. Zu dem, ach, da hinten zu dem, meinst du? Ja, okay, warte. Weil wir davon immer Schläge kriegen. Deswegen haben wir uns damals mit den Schiffen auch zurückgezogen. Ja, weil diese ganzen Dinger schießen, ich muss mich jetzt hier sozusagen rumbewegen und die feuern hier auf die, aber nicht auf die Kanonen, ne? Jetzt, oh, da ist noch eines mehr. Weg. Ja, da wird noch mehr geschossen, hast du gesehen? Aber ich muss mal die Tastatur jetzt benutzen, weil sonst wird das nix. Ich fahr mal hier rum. Ja, ich werd hier von wieder einer weg. Oh, ich werde von zwei beschossen. Hinter uns ist ja auch noch einer. Ja, oh, da musst du weg. Power Station, da musst du weg. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Plasmageschütze. Okay, bleib, wo bist du? Bleib hinter dem Gebäude. Ja, da wird von allen Seiten. Nee, warte, da wird gleich. Also, das zum Beispiel, das ist auch so ein Beispiel interessant, ne? Hier sind überall. Ich muss mal zurückziehen kurz. Dass hier die ganzen Kaktusse, die hier stehen. Warum? Diese automatischen Geschütze sind ja echt. Sind oh, die Power Station wieder. Ja, ich muss voll mal kurz zurück. Der ist voll mit Plasma geschützt. Ich fahr mal kurz zurück hier. Wohnbasis ist auch sehr gefährlich. So. Ich muss mal hier kurz das andersrum hinstellen. Das sind nämlich hier, die kommen von allen Seiten, weil die Geschütze schießen immer nur auf diese verfickten Patrouillen, aber nicht auf diese. Wenn ich das mal sagen darf, aber nicht auf die Geschütztürme. Das ist das Problem. Siehst du das? Oh. Die fallen dann die ganze Zeit nur darauf. So bringt mir das ja nichts, wenn ich die ganze Zeit nur diese automatischen Geschütztürme da nur drauf feuern. So, ne? Ja, deswegen wollte ich erst mit dem Schiff noch hin, ne? Dann hätten die jetzt das Feuer auf dich gelenkt. Richtig, und ich hätte die genau. Geschütze ausgeschaltet, okay, dann machen wir das. Dann fahren wir mal kurz zurück und dann lade ich dich ab und dann holen wir dann das Schiff ab. Weil so bringt das ja nichts, die spawnen nach, wie du siehst. Die spawnen immer nach, die Patrouillen. Macht also keinen Sinn, wenn wir da jetzt sinnlos Munition verballern. Ich muss mal sowieso gucken, ob wir jetzt da so viel Schaden genommen haben. Aber sieht alles noch gut aus. Er fährt sich noch gut. Nur was mich halt stört, ist, dass diese Gatling Guns, hier muss ich auch mal sagen, diese Gatling Guns, ne, das Ding ist viel zu hoch. Also sprich, das Fadenkreuz. Ne? Ja, hier kannst du parken dann gleich. Oh, ja. Aua. Park mal kurz, dann reparieren, falls was repariert. So, gucken wir mal. So, gehen wir mal raus. Ich hab's oben gelassen, das Ding jetzt. Reicht ja, ne? So, okay, also die Türme sind alle noch dran. Nö, sieht gut aus. Hier ist viel Geschützturm, ist. Ja, Raketengeschütz haben wir ganz schön Schaden gekriegt. Aber die eine Seite hat ganz schön Schaden bekommen. Was geht eigentlich? Die Art hat auch richtig Schaden gekriegt. 200 weg. Ja. Was geht eigentlich? Es ist aber nicht so schlimm. Also da mit den anderen Schiffen unter Beschuss, ne? Geht das, ne? Ja, weggeschossen. Ja, also die Idee stammt ja ursprünglich. Oh, hier haben sie was weggeschossen hier. Da siehst du das auch. Hinten haben sie auch gut einer. Hast du denn noch so einen Gefechtsstahlblock oder sowas? Haben wir gar nicht mitgenommen, ne? Schiff, glaube ich, drin. Ist drin, ja? Warte, ich muss mal holen. Der war fast kaputt hier, der Geschützturm. Mal Glück gehabt, ne? So, Gott, also. Schon mal gelb, ja. Wo hast du denn, rechts, ist es die rechte Kiste mit dem Gefechtsstahlblock? Das ist ein gehärteter, kein Gefechtsstahlblock. Ja, ich habe nur Stahlblöcke S habe ich bei. Warte mal, ich guck mal im Inventar, ob ich noch welche habe. Das wäre gut. Wo brauchst du denn? Na, hier nur für die Seite. So? Hier, für die Seite hier. Guck mal da. Warte, ich gebe dir die mal, du. Da ist der Treibstofftank. Oder ist das Ding schon immer so offen gewesen? Ja, auf der Erde. Der war nicht so.
Ne, ne? Würde ich auch sagen. Der war doch nicht offen gewesen. So, Gefechts. Nee. Gehärtete. Das ist der gehärtete? Der, das ist doch kein Gefechtsstahlblock, ne? Das ist ein gehärteter Stahlblock. Oder ist das der Gefechtsstahlblock? Oh. Nee, der heißt doch Gefechtsstahlblock. Ja, ich baue jetzt erstmal den ein. So, wo ist er denn? Das, ich hab hier auch noch welche. Gefechtsstahlblöcke, ne? Nicht gehärtete Stahlblöcke S. Aber da habe ich aber nur noch 10. Ist egal, reicht nur einer. So, warte, ich schmeiß mal hier raus. So. Gefechtsstahlblöcke, genau, das sind die. So. Der ist jetzt der muss jetzt angeschrägt werden nur. Wo ist er denn jetzt? Wo ist er denn jetzt? Da ist er. Gut, und den müssen wir jetzt einfach nur drehen, bis er passt. Ach, da habe ich ja mal meinen. Da ist es jetzt. So, bumm, fertig. Hab ihn repariert. So, können weiterfliegen. Weiterfahren, meine ich. Gut. Was dann jetzt gemacht? Was denn? Ich habe hier eins von den Booster-Systemen repariert, da war es weg. Oder siehst du hier ein zweites Booster-System? Ist eins. Ja, da ist eins. Hier muss noch eins sein. Siehst du, wo die Striche aufhören? Da ist aber keins. Ja, das habe ich repariert gerade. Da was ist verschwunden. Hast du es vielleicht demontiert? Nee, das ist die ganze Zeit auf Reparieren. Okay, das ist natürlich schlecht. Jetzt haben wir da nur ein Booster-System. Sag mal, ich glaube, hier fehlt auch was, ne? Du, kann das sein? Komm mal her. Meinst du, hier fehlt was? Da oben, guck mal oben, nach oben. Ja, guck nach oben. Und guck mal hier. Guck mal das Schwebesystem an. Da fehlt ein Schwebesystem. Macht nichts, er schwebt ja noch. Genau, müssen wir nachbauen noch. Haben wir noch sowas im Lager dann, dieses Schwebesystem? So müssen wir schnell nachbauen. So, haben sie dann das Schwebesystem noch weggeschossen halt. Hä, hey, schon wieder? Jetzt nimmt er die Platten hier vorne weg. Was ist denn das für ein... Hast du demontieren drinne? Nein, reparieren. Bug, ey. Jetzt haben sie ein neues Update rausgehauen und jetzt ist das verbuggt. Ja, komm mal rein hier. Nicht, jetzt bau nicht alle. Jetzt hast du die ganzen Doppelglaseverwandlungen abgebaut. Oh, hey. Ja, aber kann ich ja gleich heran machen. Ja, alles gut. Hoff so, komm. Hoffst du ja. Also. Ich hab die ja nicht. Siehst du, ich hab die nicht abgebaut, weil ich sie nicht im Inventar drin hab. Ja, dann müssen wir mal kurz gucken halt, ne? Gut. Das passiert halt. Deswegen demontiere ich das Schiff auch die ganze Zeit. Ja, viel Spaß. Oh, wo sind denn die Geschütze hin? Die Geschütze sind ja weg, verdammt. Steig mal ein, dann hast du einen Bug wahrscheinlich. Nee, ich habe einmal auf demontieren gemacht, einmal auf reparieren. Ey, flieg hier nicht los. Ja, komm rein. Los, so. Rein. Da waren keine Haare dran. Da waren, ja, okay, gut. Ich muss wieder was rausschneiden. Also, wie ihr seht. Das musst du rausschneiden, aber die verfickt darfst du sagen, oder was? Ja, das darf ich sagen halt. Ist ja Erwachsenen-Video hier. Ne? Ich weiß ja nicht, ich glaube, es keiner unserer Zuschauer ist unter 18. Ich glaube, die sind alle über 18. Oder sind 18. Älter als 18 kann man ja eh nicht werden, ne? So. Wir sind alle so alt wie du, so um die 70. Alter. Da siehst du, so wie ich den Huber fahre, ne, bin ich erst 21. So. Wir sind ja auf dem richtigen Weg zur Base, da müssen wir ja hin, Wood Base. Ich weiß gar nicht, warum ich hier so ein riesen Ding rumfahre. Ja, also wir nehmen jetzt auf jeden Fall Luftunterstützung noch mit. Und dann werde ich dann sozusagen das Feuer auf mich ziehen mit dem Huber, während dann der Failjack dann halt draufknallt. Ich fahre also vor, die Geschütze schießen ja auf alles und dann macht der Failjack halt quasi diesen Rest. So bin ich die Ablenkung und er macht dann quasi die Feinarbeit. So machen wir das, ne? Aber wir haben hier schon auf jeden Fall schon Scheiße! Glück gehabt. Ja. So, trotz fehlendes Schwebesystem hat das noch funktioniert. Und Booster-System ist ja auch weg, hast du ja auch abgebaut. Ah, aus Versehen. Kannst du gleich ein neues Booster-System herstellen? Die haben sich in Luft aufgelöst, die Dinger. Keine Ahnung, wo die sind. Scheiben haben wir auch noch, ne? Also weißt du Bescheid. Scheiben.
Doppelscheiben sind das ja gewesen, ne? Das waren diese Sicherheitsverglasung da. Weißt du doch, die Sicherheitsverglasung von dieser Sicherheitsfirma da, die wir da gekauft hatten letztens. Ja. Ne? Ja. So. Und die müssen wir natürlich wieder ranbauen. Sonst können wir da nicht, ich fahre ja nicht mit meinem Schiff los. Da können wir auch gleich euch mal den zweiten zeigen, den zweiten Hoover, wo er ja auch schon ein bisschen rumgebaut hat. Ja, da habe ich eigentlich nur eigentlich die optimale Lösung gefunden. Ja. Weil der ist immer zur Decke ausgestiegen oder nach vorne und dann kam der da nicht mehr raus. Und dachte ich, dann baue ich genau. Halt links eine Tür rein und dann kann man da auch immer rein und raus gehen. Ja. Also können wir euch auch nicht empfehlen, diesen Hoover. Also nicht den hier, der ist gut, aber der andere, der ist nicht gut. Ne? Der ist also gar nicht gut. Das Ding ist nicht schwer gepanzert. Das hat quasi eine Panzerung, wahrscheinlich leichte diese normalen Stahlblöcke. Und verträgt überhaupt nichts. So, und jetzt fliegen wir mal quasi in die Basis rein mit unserem Hoover. Wir haben sogar da eine Rampe gebaut. Okay. Wir haben ein Problem. Dann dazu. Einfach nach rechts. Ja, ich mach schon. Dann nach rechts. So, zack. Ah, jetzt sind wir drauf. Ja, so, hier ist eine Rampe. Seht man da hier. Und dann fahren wir hier rauf. So, bingo. Und dann stehen wir da. Ich finde ja diese Lampen hinten, finde ich ja cool. Ne? Das sieht so aus wie so ein Auto. Das erinnert mich an so diesen... Gab ja diesen Film Zurück in die Zukunft. Der hatte auch immer so eine tollen großen Lichter. Das erinnert mich daran. Ach, irgendwie. Der mit dem Trabi. Ja, nicht der. Das ist ja der Trabi da, genau. So sieht's aus. So, runter damit. Gut, dann wieder rein, raus. Und ja, kannst du erstmal losbauen hier. Kannst du mal kurz deine... So, warte. Wo hast du dann jetzt was abgebaut? Also wir brauchen ein Booster-System. Also ein Booster-System. Ich gucke schon. Ah, und, Weg nach unten. Und wir brauchen ein Schwebesystem. 2x2 brauchen wir. So, das haben sie abgeschossen und ja, hier hat er das natürlich... Das Licht aus. Er hat nicht die Power ausgemacht. Habe ich nicht echt. Die Scheiben noch drin? Hast du die Power wieder ausgemacht? Was ausgemacht. Denn? In der Basis war die ganze Zeit die Power aus. Ja. Na, ich habe das Licht da nicht ausgemacht. Das warst du. Ich war gar nicht drin gewesen. Nicht das Licht, die Power war komplett aus. Na, siehst du, das ist doch gut so. So muss das sein. Kannst du auch den Helm abnehmen. Ja, also das ist natürlich alles schon so geplant gewesen, ne? Damit ihr auch mal was zu sehen bekommt. Das wäre ja einfach, wäre ja schön, wenn es dann einfach gehen würde. Das wäre dann langweilig halt so. Das, während der Feljack da jetzt die Sachen herstellt, aufgrund eines Bugs, kann ich euch ja den zweiten Hoover zeigen. Das ist quasi das zweite Hoover mit einem Riesengeschütz. Hat auch noch ein paar Sachen drauf. Aber leider hat das hier an der Seite einen Einstieg jetzt. Weil der Feljack nicht rauskam. Und der hat dann gesagt, scheiß Hoover, neues Ding her. So, und dann kam dann der hier. Und der war natürlich erster Griff. Also ist gar nicht mal so schlecht. Nur, dass wir jetzt da vorne Probleme mit den Glasscheiben haben. So, wie weit bist du da unten? Muss erst skillen. Muss erst skillen. Ich hab das ja gar nicht geskillt. Ich hab auch schon vorgeskillt und so. Ah, okay. Gut. Dann skill mal hier Booster-System und 2x2. Ja, den haben wir noch nie ausprobiert. Ich weiß gar nicht, ob das Ding überhaupt fährt. Aber da würde ich mich nicht reinsetzen, weil das hat einen Bug. Also können wir euch nicht empfehlen. Ich glaube, das war dieses... Wie heißt dieses Ding denn eigentlich? Prefab Tier C oder was war das? Was denn nochmal genau? Meinst du denn? Dieses andere Ding hier, das ist ein... Ach, Tier 6C, steht da oben drüber. Tier 6C. Also Tier 6C kann man nicht empfehlen, würde ich auch nicht empfehlen, weil das Ding ist vorne absolut ungeschützt. Ne, das hat einfach nur, das ist Pappe, das Ding. Das sind ist ganz Pappe, normal ja. Verbaute Platten, ey. Das ist total witzlos. Das sieht man hier sehr schön, da hat er ja mal der... Was Feljack da ab Level 20 sein soll, wahrscheinlich nur die Kanone hier oben drauf ist. Ja, wahrscheinlich. Also man sieht das hier auch an der Seite. Ne? Also die Blöcke, wie viele Blöcke das Ding eigentlich hatte. Also man sieht das schon. Also nicht schwer verbaut. Also keine Doppelpanzerung so wie der hier. Ich meine, der hat natürlich mehr Panzerung. Ne? Das sieht man ja auch schon. Der hat hier, wenn wir mal jetzt genau hinschauen, natürlich die Triebwerke, ist klar, sind aber alle geschützt. Gut, naja.
jedenfalls. Oh, hier muss man noch reparieren, sehe ich gerade. So, setzt du den mal hoch jetzt? Ich setze ihn mal hoch, ja, warte. Gut. Einmal rein. Wenn ich da, ach, das ist doch so. So, jetzt aber. Gut, dann wollen wir ihn mal nach oben. Wo ist die Rampe hin? Na, die ist doch dran. Hast du die jetzt auch wieder abgebaut, oder was? Ich habe gar nichts gemacht. Ich wollte hier gerade gucken, hier ist gar keine Rampe. Tja, die ist auch weg jetzt. Das hast du nur wieder gemacht? Hast du abgebaut, ich, ne? Ich habe die nicht abgebaut. Ach, komm mal auf, ey. Du wurdest hier reparieren, also, hast du abgebaut. Das ist voll buggy, das Ding. Das ist voll buggy hier. Ich weiß nicht, was los ist, Leute. Also scheinbar ist hier wirklich so ein bisschen das Game gerade ein bisschen buggy mit dem neuen Update. Also hier verschwinden halt die Sachen. Also ich habe es nicht abgebaut. Das sieht man ja nachher im Video. Da kann man es ja sehen, dass ich es nicht abgebaut habe. Ah, das werde ich kontrollieren mit einer Lupe. Ja, das kontrollier doch mal. Ja, bau mal. Achso, warte mal. Bau mal. Ich soll noch weiter hochfahren, ne? Ja, ich muss doch mal drunter. So, sag Bescheid. Jetzt bin ich bei 3 Meter. Nicht wieder runter. Ey, ich steck hier im Schiff fest. Wieso steckst du im Schiff fest? Weil du runtergegangen bist. Och Mann, der muss doch... So, der steht bei 3 Meter Schwebehöhe. Ja, aber bleib mal drin. Ich glaube, das geht hier. So. Du steigst, fällt da runter. Ach so, okay. Hast du eingebaut? Schwebesystem 2x2? Das ist ja Wiener Werkstatt hier. Moment. Nur, dass der Meister im Sessel sitzt und der Lehrling unten baut. Okay, man kann das gar nicht umdrehen. Was kann man nicht umdrehen? Da nicht reinbauen. Ich kann das davor, also ich kann das, denn das ist ja falsch dann. Hast du dein Schwebesystem 2x2 gebaut? Ja. Okay. Das bin ich doof, ey. Nee, ich frage ja nur. Nein, ich sag ja, nein, ist ja der Spaß gewesen. Ja, nein, das ist, eingebaut. Ich kann das da drunter bauen, ja, aber dann ist es nicht drin in dieser Einbuchtung. Ich kann dir das mal geben, kannst du mir probieren. Ach. Ja, ich denke mal, das wird buggy sein, oder? Ja, der fällt dann runter, wenn du los. Ja. So, gut. Dann geh mal rein. So, warte mal, und dann kannst du den auch noch drunter bauen. Den Booster. Ja, gut. Fangen wir mit dem Booster-System an. So, und Schwebesystem 2x2, ja. Gut. Hoch mit dem Ding! Hoch mit dem Arsch! Nicht runter, hoch. So, ja, sehr schön, sehr schön. Weiter geht's nicht. Nein, mehr geht nicht. Kisten drunter, also rein in das Ding. Ja, ich krieg ihn rein, warte mal. Nicht? Der bleibt davor stehen, das ist es ja. Warte, lass ihn mal ein bisschen runter. Der ist so ein bisschen reingerutscht gerade. Das hört sich irgendwie falsch an. Ja, so ein bisschen noch. Bis ich gleich matsch bin. Nee, okay, das geht nicht. Also ich vermute mal, dass das wahrscheinlich vorher eingebaut. Aber ist doch egal, dann bauen wir den halt. Ja, bestimmt wegen der Kiste. Dann hat er erst den Schwebe eingebaut und dann hat er die Kiste eingebaut. Müssen wir die Kiste erstmal rausnehmen. Ja, und wenn dann, das auch nicht geht, ist ja auch Quatsch. Was sind denn das für Kisten? Sind das Frachtkisten? Dann geh mal mit deinem Tool drauf, mit deinem Multitool. Ja, dann demontieren oder so, dann müsste das da stehen, was das ist. Lol, das ist ein Fehler. Der zeigt mir ein Schwebesystem 2x2 an. Ja, dann deswegen geht das nicht da rein. Das ist ein Anzeigefehler. Das ist ein Anzeigebug. Guck mal, ob die Rampe auch da ist mit dem Multitool. Ja, ich guck gerade, aber zeigt er mir nicht an. Nur die Tür. Also das Multitool ist nicht da. Jetzt gucken wir mal die Fensterscheiben an. Nee, Fensterscheiben. Nee, warte mal. Wir können ja gleich mal reloggen, wenn wir die Folge zu Ende haben. Genau. Ja, Leute. Dann aussieht. Sind eh schon bei 33 Minuten jetzt, also dann ist eh Zeit, ins Bett zu gehen für euch jetzt, ne? Also ja. Genau, also es scheint irgendwie... Wir können dann noch das Sandmännchen gucken und dann geht's ab im Bett. Ja, es scheint also das Safe-Game oder irgendwie das Game scheint buggy zu sein hier, weil ihr seht ja da unten, also das Schwebesystem ist nicht abgeschossen worden, sondern das ist die ganze Zeit schon drinnen, nur zeigt das nicht an. Ich vermute mal, dass das Booster-System auch da ist und die Scheiben wahrscheinlich vorne auch da sind. Irgendwie ist das... durcheinander gekommen. Weiß ich nicht, ist meine Vermutung. So was, also
entweder ist es noch da oder es wurde durch Reparieren abgebaut, aber wenn du was demontierst oder zerlegst, taucht es ja im Inventar auf und das ist ja noch nicht mal bei mir im Inventar drin. Aber ich sehe gerade hier, diese Stahlblöcke sind auch nur gehärtete Stahlblöcke essen, ne? Das sind auch keine Gefechtsblöcke. Hier von dem hier zum Beispiel. Hier ja, zum Beispiel. Das hatte ich ja gesagt, der hat ja, das siehst du auch hier an, obwohl das kann auch nur eine sein. Aber das siehst, wenn das hier keine Textur ist, was ich vermute, dass es nur überlackiert, sind das ganz normale Stahlblöcke. Ja, dafür hat er aber schon ganz schön ausgehalten, muss man sagen. Aber, ne? Hier hat er 138, ich kann den 138er nicht. Wieso hat der gehärtete Stahlblock 138? Der hat 200 und der 178. Erklärt mir das mal einer? Weil das unterschiedliche Platten sind vielleicht. Das kann sein, ja. Das, ach, das kann weil natürlich sein. Weil die Oberrad hier 55 zum Beispiel gehärtet. Ja, ja. Der hat 200. Ja. Ja, ist wahrscheinlich dadurch, dass sie eben halt verwendet wurden. Naja, egal. Auf jeden Fall. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und ich hoffe, es hat euch das Gameplay gefallen oder es war unterhaltsam für euch. Das wollten wir bringen. Natürlich sind wir jetzt erstmal nochmal zurückgefahren zur Basis, kurze Reparaturarbeiten. Und wir werden in der nächsten Folge wieder zu den Syrax fahren, diesmal mit Luftunterstützung. Und ja. Oh, ich habe wieder keinen Sauerstoff. Ach, warte mal, Sauerstoffstation. Wo ist denn eine Sauerstoffstation? Also so ein Planet ist nichts für Max. Also das ist... Ja, jedes Mal derselbe Scheiß. Wenn man einen Planet mit Atmosphäre hat, vergisst er zu essen. Ja, genau. Nee, also Leute, viel Spaß und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. So, bis dann. Tschüss.